Bei dem Thriller Standoff, die einzige Zeugin ist der Name definitiv Programm. Ein kleines Mädchen beobachtet den Killer Lawrence Fishburne bei der Verrichtung seiner blutigen Tätigkeit, ergreift die Flucht und landet im Haus eines zurückgezogen lebenden Farmers/Kriegsveteranen. Fishburne kann das natürlich nicht so einfach auf sich sitzen lassen, sucht die Farm ebenfalls heim und hat dabei keine Ahnung, dass der dort ansässige Thomas Jane ebenfalls eine Menge von Waffen versteht. Damit sind wir kurze Zeit nach Filmbeginn bereits bei dem titelgebenden Standoff angekommen. Der Film Standoff ist mit einer Laufzeit von 86 Minuten relativ kurz ausgefallen und wird eben von jener Standoff-Situation dominiert. Einem quasi Kammerspiel zwischen Lawrence Fishburne und Thomas Jane, in dem beide durch wirklich hervorragende schauspielerische Leistungen glänzen. Der Autor und Regisseur Adam Alleca, den man außerdem übrigens als Drehbuchautor des Last House on the Left Remakes kennen könnte, hat bei dem Film eigentlich routinierte Arbeit geliefert, sorgt für eine spannende Inszenierung und vor allem dafür, dass eben die klaustrophobische Atmosphäre dessen, dass alle drei Charaktere mehr oder minder in dem Haus gefangen sind, relativ gut rüberkommt. Der Film ist für eine Altersfreigabe ab 16 Jahren sogar relativ grenzwertig. Immerhin gibt es eine wirklich brutal und nicht gerade unselbstzweckhaft inszenierte Hammerfolter-Szene. Mehr möchte ich an der Stelle aber auf jeden Fall nicht verraten. Der Thriller Standoff ist vor wenigen Tagen jedenfalls im deutschsprachigen Markt auf DVD und Blu-ray veröffentlicht worden und jetzt auch in der Blu-ray-Version bei mir gelandet. In der heutigen Ausgabe von Playzockers Blu-ray-Check möchte ich euch deswegen die deutsche DVD-Version von Standoff von Universum Film näher vorstellen. Universum verwendet für das Frontcover der deutschen Blu-ray nicht dasselbe Artwork, das für die am 12. April 2016 in Amerika erscheinende Blu-ray genützt wird. Naja, zumindest ansatzweise. Grundsätzlich verwenden nämlich beide Blu-rays dieselben Bilder von Thomas Jane und Lawrence Fishburne. Die wurden bei der amerikanischen Version allerdings anders angeordnet, sodass die beiden Köpfe auf derselben Höhe sind. Der Hintergrund ist dort in Blau gehalten, zeigt keine zusätzlichen Silhouetten der beiden Charaktere und auch die Einstellung des brennenden Hauses ist eine komplett andere. Ah ja, und auch der Titelschriftzug wird komplett anders wiedergegeben. Grundsätzlich sind die beiden Covermotive somit bis auf die Bilder der beiden Hauptdarsteller komplett verschieden. Grundsätzlich, wenn man mich fragt, würde ich bei diesem Film sogar das deutsche Cover bevorzugen, weil das einfach mit dem energiegeladenen und dynamischen rötlich-orangenen Hintergrund meines Erachtens nach irgendwie wesentlich mehr Drive und Action verspricht. Und grundsätzlich verspricht das, finde ich, auch nicht zu viel von dem Film, beziehungsweise präsentiert diesen nicht als Actionfilm, was er ja bekanntermaßen nicht ist. Stattdessen sehen wir sowohl von Lawrence Fishburne als auch von Thomas Jane ein relativ cooles Bild, im Hintergrund dann noch weitere Bilder der Charaktere, zwar eher als Photoshop-Montage, von der ich persönlich jetzt kein großer Fan bin, aber dafür wurde hier, finde ich, der verfügbare Platz relativ gut genützt, da man den Titelschriftzug ein bisschen dezenter eingebracht hat als beispielsweise beim amerikanischen Cover. Das Einzige, worauf ich bei diesem Cover wirklich sehr gerne verzichten hätte können, wäre die Einstellung von dem brennenden Haus mit dem Polizeiauto. Das sieht nämlich irgendwie so aus, als würde das brennende Haus wie eine Art Bauchladen am Körper von Thomas Jane angebracht sein, was irgendwie einfach gar nicht dazu passt. Ohne einen Rahmen, ohne irgendwas, wurde das dann mehr oder weniger in die Charaktere hineingearbeitet, was, finde ich, nur bedingt passt. Positiv erwähnen kann man bei diesem Frontcover auf jeden Fall, dass Universum Film wie gewohnt für ein Wendecover ohne das große FSK-Logo gesorgt hat. Schauen wir jetzt einmal über den Spine auf das Backcover. Dort bekommen wir natürlich die gewohnte Kost, nämlich einerseits eine Inhaltsangabe zum Film, weitere Filmbilder, Cast and Crew Informationen, die technischen Details und dann natürlich auch die Information zum Bonusmaterial. Das ist bei der Blu-ray von Standoff relativ spärlich ausgefallen und umfasst nur ein circa 7 Minuten langes Making-of. Das ist außerdem zudem ein bisschen werbelastig inszeniert, bietet aber trotzdem einen zumindest ansatzweise interessanten Blick hinter die Kulissen.
Schauen wir jetzt einmal ins Innere der Blu-ray. Da finden wir natürlich einerseits die andere Seite des Wendecovers und auf der rechten Seite, wie gewohnt, die Blu-ray selbst, eine einschichtige BD25, auf der eben sowohl der Film als auch das Bonusmaterial untergebracht ist und auf der grundsätzlich dasselbe Bild aufgedruckt ist, das bereits für das Frontcover verwendet wurde, allerdings nur das Bild von Lawrence Fishburne und Thomas Jane ohne die jeweiligen Silhouetten im Hintergrund. Leider ist es mir aus technischen Gründen derzeit nicht möglich, Screenshots von der Blu-ray zu machen, deswegen möchte ich aber trotzdem noch lange nicht darauf verzichten, euch Eindrücke aus dem Film Standoff zu liefern, beziehungsweise über die Bildqualität der Blu-ray zu sprechen. Ich habe mich daher dafür entschieden, die folgenden Screenshots vom deutschen Trailer zu nehmen. Falls ihr den Trailer in seiner ganzen Pracht sehen wollt, diesen habe ich euch auch separat auf meinen YouTube-Kanal hochgeladen, möchte allerdings natürlich bei den folgenden Screenshots aus dem Trailer darauf hinweisen, dass diese natürlich in keinster Weise repräsentativ für die Blu-ray-Bildqualität sind. Trotzdem ist es für mich die einzige Möglichkeit, euch ein paar Bilder aus dem Film in Full-HD-Auflösung zu präsentieren und generell finde ich, kann man auch bereits an den Screenshots vom Trailer erkennen, dass der Film Standoff mit wirklich guter High-Definition-Bildqualität punkten kann. Der Film bietet auf der deutschen Blu-ray nahezu durchgehend hervorragende Schärfe und Detailzeichnung, sowohl in den wenigen unter freiem Himmel gedrehten Szenen als auch natürlich bei der im Haus und bei vielleicht etwas dunkleren Lichtverhältnissen gedrehten Mehrheit. Die Farben und die Kontraste machen einen sehr guten Eindruck, wurden zwar gelegentlich ein bisschen aufgrund bewusst eingesetzter Stilmittel verändert, vor allem bei den Szenen innerhalb vom Haus, beziehungsweise bei etwaigen Rückblicken. Außerdem punktet der Transfer mit einer relativ ruhigen Bildkomposition, weder Rauschen durch das beim Dreh verwendeten Materials als auch durch die Kompression machen sich hier bemerkbar, sodass man insgesamt mit der Bildqualität der deutschen Blu-ray-Umsetzung auf jeden Fall zufrieden sein kann. Mich persönlich hat der Thriller Standoff positiv überrascht. Lawrence Fishburne und Thomas Jane sind beide wirklich absolut cool in dem Film, schenken sich sowohl schauspielerisch als auch inhaltlich rein gar nichts und der Film kann in seiner überwiegenden Laufzeit bei der betitelten Standoff-Situation im Haus eine Menge Spannung aufbauen. Mit einer Laufzeit von nur 86 Minuten ist der Film damit recht kurz, die Zeit vergeht mehr oder weniger wie im Flug und man hat definitiv Spaß dabei. Wer bei dem Konzept des Kammerspiels vielleicht ein bisschen zögerlich ist, kann sich den Film ja vorerst noch aus der Videothek ausleihen. Meines Erachtens nach lohnt es sich aber definitiv, sich Standoff anzuschauen. Universum Film veröffentlicht den Film in Deutschland in einer relativ standardmäßigen Blu-ray. Das Bonusmaterial ist mit lediglich einem Making-of relativ mager bestückt. Dafür allerdings liefert man wie gewohnt ein Wendecover ohne das große FSK-Logo vorne drauf und dafür allerdings auch nur eine Standard-Edition im Keepcase. Wer den Film sehen möchte, dem könnte das allerdings reichen und der kann da auf jeden Fall bedenkenlos zuschlagen.